Wie kamst du auf die Idee, Sexualität und Meditation miteinander zu verbinden? Diese Verbindlichkeit, dann kam dieses Wissen von sehr alten Taoismus, geht ganz weit Ursprung zurück von dem alten Taoismus. Ne? Und dann eigentlich, das ist von allerersten, ne, dieses Wissen. Und dann wurden auch bei Tibetisch und dann in Indien, Buddhismus und andere Religion auch genauso praktiziert. Ne? Und dann die beiden kann man sehr gut einander unterstützen. Dass ich durch meine eigene Praktizierung merke ich das auch. Ne? Zuerst diese Sexualität ist eine sehr gute Prüfer, um das zu gucken, ob du Meditation, ob du überhaupt befestigt auf dich, auf, dich selber so befestigt. Ne? Kommen viele Gäste, ne, zu mir und dann in die sexuellen Übungen und dann merkt man, ob derjenige sehr, sehr befestigt ist oder nicht. Ne? Manche Gäste und dann genießen das sehr gerne, ne? Und plötzlich genießen das sehr gerne, aber gleichzeitig schon nach außen. Ne? Das ist nach außen, innere gar keine richtige Befestigung. Dann habe ich immer gesagt, ja, dann, das wirst du langsam jetzt wirst du wirklich langsam an den Meditation zu konzentrieren. Ne? Und dann durch diese sexuelle Übung kann man Männer, so wie ich letztes Mal gesagt, ne, durch sexuelle Übung und um diese Yin gebildet, die Männer ist relativ nicht mehr aktiv. Aktiv heißt nach außen, ne? Bewegung und so weiter. Nicht mehr so aktiv, sondern sehr passiv. Bleiben wirklich immer innen. Ne? Sehr passiv und sehr an Liebe gekoppelt. Nicht an den außerlichen Körperbedürfnis. Insofern ist relativ auch viel mehr weniger die Essenz verloren. Ne? Umso mehr, dass ich es zurückhalten kann, aber nicht, dass ich durch die Zwang, sondern diese Liebe anfangen zu entfalten, ne? Durch die sexuelle Energie an die Liebesenergie verknüpft und dann, dann selber behalten sich auch eigene Energie wieder zurück. Gar nicht so abgelenkt von einer Frau. Ne? Verstärkte eigenen Selbst eigentlich, ne? Die innerlich sehr. Sie bleiben auch da drin. Zwar auch genießen, nach außen körperlich Bedürfnis, aber Seele und so weiter, die innerlich selbst ist so befestigt, geht nicht raus. Egal wie die Frau ihn einloggt oder wie schön überhaupt, da juckt bei ihm gar nichts. Ne? Er ist so durch die sexuelle Energie immer auf diese Übungen, diese Liebe entfaltet. Und dann, der ist so ein edler Herr, ne? Egal, das ist er selbst Seele und auch da unten dieses Geschlechtsorgan, der ist so wie ein Herr, der geht raus, nicht wegen er diese sexuelle Bedürfnis haben, sondern das ist, er wollen die Frau beglücklich. Insofern, davon ist er jederzeit, jede bereit für die Frau zu tun. Er ist immer in selbst drinnen. Insofern die sexuelle Übungen für Meditation ist wirklich eine sehr, sehr gut Unterstützung. Und gleichzeitig für Frauen, aber ganz anders. Viele Frauen gestern zu mir kommen, traut ja gar nichts, seine eigenen Emotionen oder eigenen Gefühl zu Hause zu lassen. Das ist meiste, warum das ist mehr Frau Krankheit, besonders seelische Krankheit, mehr als Männer. Weil eine Frau immer, dass sie alles runterschluckt. Ne? Die traut auch nicht zu wirklich zu schöner zu leben. Gerade bei Sexualität, das kann man diese, das ist schon, das ist so wie eine Tür für die Frau geöffnet. Ne? Und dadurch diese Übungen und dann holen sehr viel Yang-Energie, das heißt Selbstbewusst, ne? Und dann viel mehr weiß, was selbst machen, ne? Und bleiben auch ein bisschen aktiv. Ne? Und auch nicht nur zurückhalten in eigener Irland, sondern etwas ein bisschen mehr, große Liebe. Ne? Ich werde auch
für meinen Mann etwas gut tun, ne? Und dann ich werde mich für meinen Mann öffnen, für ihn offen zu sein, ne? Ihm etwas auch kann sein, dass sie so auf seinen Ursprung wieder zurück, ein bisschen etwas höherer Niveau zu entwickeln. Nicht nur, ah, ich weiß es nicht, ich weiß selber auch nicht, und dann, ja, lieber, ich behalte meinen Mann, versuche ihn zu festhalten, ne? Ich müsse ihn doch nicht verlieren und so weiter, ne? Ich habe nur einen Mann. Und dann, das ist Unsicherheit, die Panikerei, dann machen diese Handlungen. Sofern, dass durch diese sexuelle Übung und dann Frau holen wieder Yang Energie, so wie ich gesagt, dass sich das eigentlich Frau fehlt, ne? Sehr selbstbewusst und auch diese große Liebe entfalten, ne? Ich müsste auch sehr gerne für meinen Mann etwas mehr tun. Warum? Ich kann das doch nicht. Ich kann das doch. Und so weiter. Dass ich spirituell wieder ein bisschen mehr entwickeln kann. Gleichzeitig auch wirklich die Meditationshaltung ist wirklich sehr, sehr fest. Insofern, dass ich so Sexualität für Meditation ist wirklich sehr wichtig. Und gleichzeitig auch andersrum, das einander zu unterstützen. Viele Männer bei Meditation sehr gut beherrscht, ne? Egal, dass sie so wie die Sexualität, wie dass sie so in die Sexualität wie eine einlocken und so weiter, werden seine innere Seele nicht runterziehen. Ne? Er bleibt immer auf seiner eigenen Mitte und genauso Frau auch. Sofern das einander sehr gut zu kombinieren. Und dann gleichzeitig, das ist so, wenn die sexuelle Energie wieder, das ist so, so wie ich gesagt, diese sieben Geister, die unten diese auf unser Wurzelchakra geöffnet, die Geist anfangen zu wirklich sexuell die Energie zu austauschen und kommen wieder hier, das um die Umwandeln, ne, um die Liebe zu umwandeln und gleichzeitig um das, was du fehlt, diese Park zu umwandeln, und dann werden dich viel mehr befestigt. Und auf dieser Bereich schon und so weiter. Dann wiederum, das ist dieser unser mittler, dieser Bereich Chakra. Und deswegen, ich habe auch gesagt, wenn wir als Meditation wollen, sehr gut beherrschen, muss auch aufpassen, was wir jeden Tag isst. Wenn du zu viel isst, dann wirst du müde. Und bei der Meditation, dann bist du nicht konzentriert, sondern du willst schlafen. Oder du fühlst dass du so unwohl, wenn du noch so sitzt, ganz voller Magen. Insofern, dass jetzt immer diese Geister immer versuchen, eigene Arbeit zu machen, die Ernährung zu entfernen oder so diesen Weg wieder zu ebnen, ne? Die frei. Und dann geht es wiederum zu unserem Herzchakra. Die Herz soll eigentlich, das ist natürlich auch bei Osho und so weiter, sagst, Herz ist unser Herr. Aber meine Meinung ist anders, weil hier geht darum, auch dieses Herz, diese Geister, ne, einfach eigene Arbeiten zu machen, diese leere Raum, leere Raum, diesen Raum zu schaffen auch. Weil das gibt ein Sprichwort, das war zwei Wölfe. Einer ist böse, einer ist Liebe. Du musst gucken, welche Wölfe du futterst. Das genauso in dieser Herz, eigentlich das auch nicht wirklich unser Herr. Das ist nur wirklich diese Geister machen, die Platz, Freiraum zu schaffen. Und dann hier sitzt Herz, manchmal kommen auch die bösen Gedanken, ne? Und manchmal kommen auch liebevolle Gedanken. Und dann daran zu entscheiden, dass sie total Freiraum zu geschafft. Soweit, wann du diese sexuelle Energie, umgewandelte Liebesenergie, voll auf Liebesenergie, voll gefühlt dein Herz, da hast du gar keinen Platz für Angst oder für die Panik oder für die andere oder so demotiviert oder so Traurigkeit, hast du gar keinen Platz mehr. Voll Liebe, wenn drin ist. Sofern dieser Geist geht darum, dass er diese auch freigeräumt, ne? Und kommen wiederum diese Geister wieder Kombination, dass sie diese
Lungenweg und diese Atmenweg wieder, dass sie zu freiräumen und immer Kommunikation mit anderen, Wahrheit zu sagen und so weiter. Und soweit waren die alle sieben Geister zu anfangen zu arbeiten, dass deine eigenen, dass sie diesen Weg frei geräumt, dass eigene Energie war immer da war gewesen. Wir konnten nur nicht spüren. Überall Blockade oder Geister, alles verschlafen. Nur die Gedanken hier uns beherrscht. Ne? Insofern, das ist so, ne? Jeder arbeitet sich und so weiter. Dann, du plötzlich merkst, diese Energie immer war da. Und dann kannst du wirklich bald in die Meditationszustand die klare Seele, klare Geist immer mehr zu entwickeln. Ne? Ja, das ist bei den sehr, sehr alt, uralten Taoismus-Wissen drin und kam auch von allerersten, was ich eigentlich, das ist so über 10 Jahre immer, dass ich in unser Lingtang-Tempel ausgebildet, ne, die komplette Information und so weiter. Ja.